Wir haben den ersten großen Farbstern nach einem fulminanten Kampf gegen Morten erhalten. Aber dann die schlechte Nachricht. Peach wurde entführt und von niemand Geringeren als von Bowser. Ja, danke für diese Story-Neuerung. Also mal was Unerwartetes, dass Peach von Bowser entführt wird. Hat man auch nicht alle Tage. Aber immerhin, Bowser ist ein bisschen verändert. Voll schwarzer Tinte, möchte man meinen. Jetzt geht's hier weiter, hoffe ich. Sieh dir das nur an, Mario. Verstehst du jetzt, was die Macht der Farbe leisten kann? Das hat der große Farbstein ganz allein geschafft und das Feuerrosttor ist wie neu. Ja, da können wir hier weiter. Endlich, also quasi das erste Kapitel im letzten Part abgeschlossen. Es folgt wohl das zweite. Wir hoffen, den nächsten großen Farbstern ergattern zu können. Ja, ist es jetzt eine Burg? Was geht denn hier eigentlich ab genau? Also dann, gehen wir hindurch. Ich rieche förmlich, dass sich ein weiterer Farbstein in der Nähe befindet. Los, suchen wir ihn. Zu Befehl, Fabian. Zu Befehl. Hätte auch sein können, dass es einfach nur ein neuer Bereich auf der Karte ist, ne? Aber, nope. Was hat denn dieser Goomba für Probleme? Steht da rum. Wenn du hier vorbei willst, musst du erstmal an mir vorbei. Mario, jedes Mal, wenn du einen großen Farbstein findest, werden deine Sprung- und Hammer-Überraschungsangriffe stärker. Wenn du auf einen schwachen Gegner triffst, kannst du ihn also gleich mit dem Hammer blätten, ohne gegen ihn kämpfen zu müssen. Ernsthaft? Das ist gut, das ist gut. Löblich. Ach, hier geht's weiter. Ja, ich dachte schon wegen dem Farblosfleck hier. Aha. So, dir will ich auch helfen. Komm mal runter. Armer Toad. Ist dir noch zu helfen? Ansichtssache, Ansichtssache. Oh, vielen Dank, dass du mich aus diesem Baum gerettet hast. Und natürlich dafür, dass du mir wieder Farbe gegeben hast. Ich bin vor diesen Monstern mit den Strohhalmen auf einen Baum geflüchtet, aber sie haben mich erwischt und mir die Farbe abgesaugt. Ich werde nie wieder auf den Baum steigen, auch wenn es nicht die Schuld des Baumes war. Ja, lass doch den Baum in Ruhe. Was ist los? Okay. Ja, ansonsten wirkt es ganz geschmeidig. Du auch? Nee. Der hat scheinbar ein bisschen mehr auf dem Kasten. Der Stachy vom Dienst. Bam, 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 bam. Ja, nehmen wir mal einen gediegenen Hammer. Das dürfte reichen, hoffe ich. Ein ganz normaler Hammer. Du bist ja auch alleine. Ne? Nur zusammen ist man stark. Du Ego-Trip-Typ. Yay, gibt aber ziemlich wenig von den plastischen Hämmern. Na, was soll's. Jo, alles mitgecrabbt. Eisensprungkarte. Ansonsten sieht dieses Gebiet bislang sehr basic aus. Nichts Besonderes bislang. Kann auch mal passieren, ja. Puh, ich wollte hier nur Picknick machen und schau dir an, was passiert ist. Ha, ich vermisse die Tage, als es noch so viel Farbe gab, dass wir darin hätten baden können, wenn wir gewollt hätten. Bitte, Mario, finde unsere wertvollen Farbsteine so schnell wie möglich. Einfach nur random Toads, okay. Einfach mit dem Entfalterhammer auf den Stamm draufschlagen. Entfalterhammer? Also nicht der, den wir haben. Wir sind zu banal. Wir sind nichts Besonderes. So. Na, mal gucken. Kriegen wir bestimmt alles noch spitz. Um was es hier genau geht. So. Schön, dass du mich nicht belästigst, obwohl ich so relativ nah an dir dran bin. Du weißt halt einfach, dass du keine Chance hast, ne? Was geht denn hier ab? Alles klar. Aber wo ist was? Mit dem Entfalterhammer? Sag mir nicht. Das ging. Oder würde so gehen. Ah, das Klärchen, Wunderbärchen. Sind wir schlauer geworden. War da unten sonst noch irgendwas? Es sieht ja so aus. Guck mal, Blümchen. Ah, vor allen Dingen ist da unten noch, ja. Jetzt will ich erstmal so. Kann man so runterfallen? Nein. Na gut. Bin kein Hellseher. Oftmals ein Dunkelseher, ja. Oder ein Schwarzseher. Ist ein Schwarzseher jetzt das Gegenteil vom Hellseher? Antwort, nein. Aber nicht so ein Dünnpfiff. Hier vielleicht noch einer? Naja. Hätte sein können. Bei den Toads, da weiß man nie so recht. Aha. Weißt du, hier ist es ziemlich still. Das ist niemals ein gutes Zeichen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache, Mario.
Als ich mich das letzte Mal so gefühlt habe, habe ich jemanden erwischt, wie er Ölfarben und Wasserfarben gemischt hat. Und das ist... Alter! Bonsai Bill! Bomben! Mhm. Totenkopfzeichen. Hast du das gesehen? Eine Art Geschoss ist gerade in den Hügeln dort eingeschlagen. Schnell, Mario! Was? Ist ziemlich weit weg? Meine Beine sind schon müde. Will schlafen. Heier. Ausruhen. Na gut, wir gehen mal hin und gucken da nach dem Rechten. So, die Sache ist klar. Ach, jetzt sieht man auch gerade diesen Fragezeichen, Ausrufezeichen, das Symbol. Goodie, goodie. Dich kann ich erledigen, ne? Jo, gut zu wissen, was man trinkt. Und Shy Guys? Na, das sind besondere offensichtlich. Und Garmek! Muss das! Gegen so ein Billig-Shy Guy. Was los? Also gut, was macht Garmek schon wieder, hm? Dann zieh ich das Rad weg und es bewirkt, dass wir die Karten mal wieder nicht sehen. Ist ja toll. Ich setze irgendetwas ein. Und das ist eine Feuerblume. Na gut. Verschwendung. Ja, absolut Verschwendung, das sage ich dir. Dafür gibt es 300 Münzen, aber es bringen wir schon Münzen. Wir sind absolut nicht knapp bei Kasse. Bin gespannt, ob es später im Spiel... Schon wieder? Warum kommt er schon wieder? Ob später im Spiel irgendwie einen Zeitpunkt gibt, wo man, naja, viel Geld braucht, weil wir haben echt sehr viel Geld. Okay, Karmic wieder am Zaubern auf dem unteren Bildschirm. Was habe ich denn eben bekommen? Seriensprung, ne? Und davor gab es abgenutzte drei Hämmer. Das müssten die sein. Verdeckte Karte. Yo! Drei abgenutzte Hämmer. Selbst eine hätte gereicht für... Auf jeden Fall kriegt man hier Geld. Sag mir nicht, jeder grüne Scheiger hier in der Grube ist irgendwie mit Karmic... Best Friend? Offensichtlich. Ich werde euch erstmal weiterhin meiden, ja? Hoffe, ihr habt nichts dagegen. So. Goodie. Links oder rechts? Rechts sieht's ja ziemlich fertig aus, warte mal. Ich frage mich, wenn ich auf ihn draufgesprungen wäre. Apropos draufspringen, ja. Wenn ich auf ihn draufgesprungen wäre. Ob es dann auch gezählt hätte. Ich denke mal schon. Sollten wir beim nächstbesten Goomba ausprobieren. Und du noch. So genug. Perfekt. Finde ich ja ganz geschmeidig, dass sie einem ein bisschen das erleichtern wollen und ganz schwache Gegner erstmal beiseite gelegt werden. Gelegt werden können. Ups. Wo ist hier die gute Mucke? Da versteckt sich einer, das sehe ich doch. Das rieche ich doch. Ein Sniffet! Na, den wollen wir mal bekämpfen. In Gedenken und Ehren an die Sniffet Show. Von einst. Ah, was machen wir gegen euch? Ich hätte nochmal drei abgenutzte Hämmer. Deswegen. Könnte klappen, oder? Ich denke schon. Perfekt. Aus die Maus, schwuppdiwupp, ratatatzong und weg ist der Balkon. Bäumchen noch. Und jetzt dagegen hauen. Tatsächlich kommt da was raus. Das brauchen wir auch gleich. Oder müssen wir da zurückgehen? Ich gehe erstmal weiter nach hier. Da versteckt sich noch ein Stachy. Sonst nichts? Oder ist dahinter was Weißes? Nee. Bislang waren die Entwickler auch nicht fies damit. Okay, run! Also wenn man das Rennen nennen darf.
Hier ist auch noch eine weiße Stelle. Erstmal hier aufmachen. Ich spring drüber. Als ob. Ta-ta-ta-ta. Eine schöne, stabile Pappbrücke. Sehr nice. Okidoki. Hier noch was? Nein? War nur eine Frage, keine Kritik. Weiter, nächstes Gebiet. Wobei das echt ein bisschen basic ist. Jetzt wird ein bisschen interessant, ja? Auch nicht weltentief. Also da ist eine Röhre in der Mitte. Und scheinbar von da links mit diesem, naja, Baumstumpf kann man da hin. Offensichtlich, vielleicht, wahrscheinlich. Stumper, stumper. Igitt, hier riecht der... Etwas ganz furchtbar. So wie Farbe, die mit Stinkfarbe gemischt wurde oder so. Das kommt von da drüben. Sehen wir einmal nach. Wir können sogar zweimal nachgucken, wenn du möchtest. Guck mal, hier habe ich noch was Geiles erblickt. Bloß nichts übersehen. Also die Farbflecken sind echt intelligent versteckt. An offensichtlichen Orten, aber so, dass man sie teils schon gerne mal übersehen kann. So, die Situation hatten wir auch schon mal. Da, 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 da. Okay. Ach, guck an. Ein Bohrsprung. Was ist denn ein Bohrsprung genau? Jetzt will ich mal ausprobieren auf den Gumba, warte. Ey, Kamek, du nervst mich so ab. Das ist doch nur ein Gumba. Ich wollte wissen, ob ich den direkt killen kann. Also ich habe da einen Hammer und da einen Sprung. Er verdeckt die Karten einfach wieder. Ich hoffe, dass das... Egal, ich benutze die beiden normalen Karten los. Und, yo. Der Hammer allein hätte ausgereicht, Leute. Das sind doch nur Gumbas! Okay, Fluch gebrochen. Verflucht nochmal! Ich dachte, ich könnte mit dem ersten Angriff jetzt... Naja, vielleicht einfach nur, weil Kamek nicht auftauchte. Kann schon sein. So, Toad, jetzt bist du an der Reihe. Mario, du bist es. Ich bin gerannt, so schnell ich nur konnte, aber dann haben sie mir die Farbe abgesaugt. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich werde jetzt einfach mal weiterrennen. Man weiß ja nie. Ah! Mach das. Panik for the win. Eine gepflegte Panik ist besser als gar kein Verständnis für Gefahren. Kann ich da nicht rüber? Von hier aus nicht. Hey! Was ist hier bloß los? Zuerst Stinkfarbe und jetzt eine kaputte Rampe? Was kommt als nächstes? Werden wir von irgendetwas plattgewalzt? Daran mag ich nicht mal denken. Aha, wissen wir schon mal Bescheid. Wir werden von irgendwas plattgewalzt. So, komm. Jetzt wissen wir, ob der erste Angriff hier... Scheinbar nur mit dem Hammer. Fabian hat ja auch gesagt, mit dem Hammer, ne? Komm, noch Stackis zur Verstärkung. Da kann ich noch nicht mal... Abgenutzte Hammer für den Gumba und die anderen bekommen... Ja, wir haben noch einen Zweierhammer hier. So sollte es gut gehen. Und tschüss, Mann! Geh baden! Bye-bye, mein Lord! Hui! Ja, das arbeitet sich ganz gut. Was will er denn? Den können wir garantiert nicht skippen. Das ist ein Sniffit, den wir vor diesem Gebiet noch nicht erblicken konnten in diesem Game. Gegner, die aus Super Mario Bros. 2 stammen, wir wissen es. So wie die Shy Guy ist selbst auch, ne? Wollen wir nicht vergessen. Kaputter Hammer und kaputter Sprung, komm, reicht. Ich will den nur weghaben. Verdammten Karten hier. Hältst du es aus, ne? Gut, aber einen zweiten nicht. Und das hast du davon. Tut weh im Kreuz, ne? Wobei, hat Papier wirklich ein Kreuz? Hm? Und das. Yo, läuft. Und wie es läuft. Die Nase läuft.
Röhre in der Mitte. Wir kommen jeden Moment dazu. Alter. Aber hier gibt's noch viel abzusahen. Tada. Ratatazong. Übel, übel, sprach der Übel. Verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr fand. Allerhand, meinte die Wand, und nahm's dem Dübel. Übel! Es ist gar nicht so leicht, drüber zu springen, weil wir halt höher springen, wisst ihr? Also, es geht ja aufwärts die ganze Zeit. Die Karriereleiter hat leider keinen Aufzug. Froschanzugkarte. Der Froschanzug ist aus Super Mario Bros. 3, wir wissen's alle. Ist auch hier von Belang. Fällt mir eigentlich ganz gut hier in diesem Abschnitt. Man ist permanent gestresst und kann trotzdem einiges absahnen. Und was gibt hier? Ach nee, wir müssen schon wieder irgendwas... Alter! Was zum... Aha! Jede dieser Rollen ist... voll mit diesem Block. Was wollt ihr denn nun? Ein Seriensprung ist hier wohl die beste Wahl, oder was ist mit dem Frosch? Brauchen wir den? Sollten wir den brauchen? Moment, was ist das denn hier? Ich weiß nicht, was das für ein Sprung ist. Ich dachte, das wäre ein Seriensprung, aber es ist eher so ein Metallsprung. Mal gucken. Ja, ich dachte, das wäre ein Seriensprung. Wieder was gelernt? Vielleicht wieder vergessen, möchte man meinen. Nee, dachte... Ja, falsch gedacht. Einfach falsch gedacht. Eisensprung heißen die. Ich dachte, das wären... Alter, hier ist ein Seriensprung. Okay. Also. Haut den Schurken auf die Gurken! Die haben genug. Okay. Noch für Recht und Ordnung sorgen. Dann frage ich mich allerdings, sollte die letzte, ja, die hinterste Rolle, die gilt dafür. Als ich da so farblos herumgelegen habe, glaubte ich zu spüren, dass neben mir etwas ganz Furchtbares geschieht. War das nur ein Albtraum? Nein, eher nicht. Unser Sägewerk wurde angegriffen. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, dass jemand Spaß daran hatte, unsere Baumstämme herumzurollen. Ja, warum? Spaß? Lass die Jungs wenigstens Spaß dabei gehabt haben. Es wäre also auch irgendwie schlauer gewesen, erstmal hochzugehen und die alle zu erledigen, aber mein Gott. Kann man so machen. Das wäre ein Tipp von mir an euch. Also ich hab's auch eben so gediegen hingekriegt, aber ich meine ja nur. Ich meine ja nur. Das ist verdächtig. Nein? Das führt mich jetzt nach da oben. So was in der Art habe ich mir echt schon gedacht. Chup, chup, nein. Kein Chup, Chup. Chupa Chups. Das ist echt verdächtig. Warum gibt es hier noch diesen Abschnitt? Hä? Dreh dich doch um. Habe ich schon wahrscheinlich. Na dann weiter im Text. Oh my God. Sieht natürlich definitiv aus wie das Zeug, was im Bowser umgeben ist. Und wir sehen auch den kleinen Farbstein oben rechts im Bild. Es ist schlimmer, als ich mir je hätte ausmalen können. Alles ist schwarz. Das Ding, das da vom Himmel gefallen ist, muss eine Art Bombe gewesen sein. Bomben! Voller schwarzer Farbe. Sei vorsichtig, Mario. Das gefällt mir gar nicht. Duh! Mario, geht's dir gut? Ich hab dich doch vor diesem Zeug gewarnt. Deswegen haben wir gerade eben noch ein Herz bekommen, damit man hier nicht down geht. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Dieses Zeug ist giftig. Was auch immer du tust, geh bloß nicht zu nahe ran. Und was machen wir jetzt hier? Tut mir leid, es ist meine Schuld, dass du damit in Kontakt gekommen bist. Ich hätte es besser erklären sollen. Ich muss es wieder gut machen. Also, würde es dir vielleicht etwas ausmachen, kurz deine Augen zu schließen? Nein, ich will sehen! Ach, komm schon. Fabian hat noch eine Special-Fähigkeit. Alles klar, du kannst die Augen jetzt wieder aufmachen. Als ob.
gut, gut. Und darüber reden wir am besten nie wieder. Was hat er gemacht? Hat er so viel Inhalt in sich drin? Ja, Mysterien, die es noch zu erkunden gilt. Mal sehen, ob wir dahinter kommen, hinter dieses Geheimnis. Aber ich glaube schon. Alles andere wäre ein bisschen schade. Sieh mal, das ist der kleine Farbstein, den ich zuerst gerochen habe. Los! Vor allen Dingen, wie hat er das gemacht und so schnell? Mann, Mann, Mann. Versuch es hier einmal mit dem Entfalterhammer. Ihr könnt gerne eure Theorien in die Kommis schreiben. Die Leute allerdings, die schon weitergezockt haben, nicht spoilern. Was könnte da passiert sein? Für mich ist die Sache klar. Er hat noch eine Special-Fähigkeit, die er uns nicht verklickern will. Aber was? Mehr als Farbe entlernen kann er ja nicht. Ist die Farbe in Farbe ja in etwa so magisch und fantastisch, dass... keine Ahnung. Ja, dass es selbst sowas platt macht. Dann kann er Bowser auch vernichten, oder? Oder zumindest diese giftige Farbe entziehen. Deswegen. Die Entwickler haben gesagt, am Ende wird man weinen. Wahrscheinlich, weil Fabian sich opfern muss wegen Bowser. Spoiler! Nein, es war geraten. Ich hoffe jetzt, dass es anders kommt, als ich gerade gesagt habe. Ich gehe erstmal instinktiv einen anderen Weg und das ist scheinbar nicht mal falsch. Kann man da runterfallen? Muss da irgendwie da drankommen. Also offensichtlich. Baum, weil Baum? Ah, da geht's runter. Na gut. Was macht ihr denn hier für eine Party? Die zelebrieren den weißen Fleck. Und ihr seid weg. Schade, dass ich nicht auf die Ömme springen konnte. Da sind sie alle. Auf jeden Fall hier. Was bringt denn jetzt? Ich probiere einfach mal den Froschanzug aus. Möglicherweise funktioniert er ja ähnlich wie ein Seriensprung. Warum sollte ich den sonst bekommen haben? Und Seriensprung hinterher. Ich benutze einfach mal beide jetzt. Der Froschanzug! Bringt einfach gar nichts. Wahrscheinlich nur unter Wasser oder solche Späßchen. Jetzt bin ich... Hä? Oder erst für die Verteidigung? Hä? Was ist los? Ich weiß es nicht. Das müsst ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr wisst. Was hat's mit dem Froschanzug auf sich? Ich werde da nicht ganz schlau draus im Moment. Hammer. Benutzt erstmal zwei Hämmer, los. Genug gefärbt. Auch wenn wir die vielleicht nicht sogar zwingend brauchen, aber... Doch, brauchen wir. Sniffit! Oder Schlürfsniffit. Er geht mit baden. Warmes Schaumbad. Oh yeah. Das nenne ich eine Belohnung. So, hier machen wir ganz kurz die Farbe wieder hin, ja? Goodie, goodie. Trip. Ach was. Und hier kann ich aufmachen? Ja, nice. Gib Gas. Ditte. Läuft bei uns. Schnieke, schön, nice, geilomat. Oder auch nicht. Warte. Ja, hab ich doch. Warum reicht das denn nicht? Muss ich irgendwie von der anderen Seite nochmal kommen oder was wollen die? Das sieht ziemlich lame aus. Der Schlaffi. Hat jemand mal die blaue Pille für mich? Hä? Ich brauche die eigentlich nie. Aber der ist einfach schlaff. Echt? Das Schild muss man benutzen? Ey, das war jetzt nur geraten irgendwie. Na gut. Problem gelöst. Genius. I'm the new Einstein. Und Einstein hat seinen Namen eh nur von Kleinstein geklaut. Ah, okay. Sag mir gerade schon, wenn die Kamera immer schon so perspektivisch abgeht, dann hat das was zu bedeuten. Womit wir rucki zucki beim Farbstern wären.
Kann ich da noch zurück? Nee, kann ich nicht. Dann, was hält uns noch auf? Level geschafft, Mann! Ja, hier gab es zumindest keine großen Abzweigungen. Ich wüsste auch nicht, dass es hier noch einen zweiten Farbstein gäbe. Wollen wir doch mal sehen. Was wir gleich gesagt bekommen. Wo geht's lang? Jo. Was ist denn das? Sieht ein bisschen, naja, steppenartig aus, oder? Oh, beim Schnick-Schnack-Schnuck-Tempel geht was ab. Ja, da können wir im nächsten Part mal gucken. Ah, da fehlt sogar ein Farblosfleck. Schade. Ein Brief im Port Prisma angekommen. Ja, gucken wir im nächsten Part mal rein, ne? Goodie, goodie. Okay, dann ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao.